Willkommen, ihr Lieben, zum ersten Redwochenende. Ja, zwei Folgen, das seid ihr ja überhaupt nicht gewohnt von mir, aber eins nach dem anderen und deswegen gab es heute erstmal was anderes. Aber jetzt kommen wir zum Redwochenende. Ja, es ist Redwochenende angekündigt oder Überfallwochenende, so heißt es ja. Angekündigt auch hier in den Ereignissen. Und wir gucken mal rein. Ich habe jetzt, eigentlich habe ich noch nicht reingeklickt. Ich muss mal eben schauen. Abgeholt habe ich mir heute schon alles. Also ihr müsst drauf achten. Ich habe jetzt 3200 von dem Stadtgold. Und wenn wir hier mal raufgehen, dann wird hier, glaube ich, schon gekämpft. Hier wurde sogar schon gekämpft. Okay. Alles klar. Hier kann man viel, viel Beute machen. Besiegt. Also wir haben schon welche wohl scheinbar besiegt. Ich habe wirklich noch A, noch nicht angegriffen. Und B, weiß ich auch gar nicht, wie das geht. Damit ich das aber lerne, können wir hier natürlich einmal auf die Überfallkarte gehen und es wird einem erklärt, was man da eigentlich zu machen hat. Also Zeit für einen Überfall. An Überfallwochenenden triffst du gegen andere Clanstädte an. Hier siehst du den gegnerischen Clan, den du gerade überfällst. Um zu gewinnen, muss dein Clan alle ihre Bezirke zerstören. Wenn du diese Stadt besiegst, wird dir eine andere zugewiesen. Du bekommst neue Gegner, bis das Wochenende vorbei ist. Also hier kann man richtig viel Stadtgold machen und kann dann dementsprechend natürlich auch richtig was investieren. Jeder erhält eine bestimmte Anzahl Angriffe. Wenn du das erste Mal 3 Sterne in einem Bezirk erzielst, erhältst du Bonusangriff. Okay, also kann man dann insgesamt 6 Mal, könnte man maximal angreifen. In der Zwischenzeit wird unsere Stadt von anderen Clans angegriffen. Wir hätten mehr von diesen Verteidigungen verbessern sollen. Natürlich, aber wir haben, glaube ich, das meiste gemacht, was wir hier machen konnten. Und wenn das Wochenende vorbei ist, erhältst du Überfallmedaillen basierend darauf, wie gut sich dein Clan beim Angriff und Verteidigung geschlagen hat. Das passt jetzt aber auch gerade so ins Bild da, ne? Aber ihr seht das hier, der Stadtgipfel ist noch gesperrt, weil das Barbarenlager noch nicht gedreiert wurde hier. Wir spielen gegen die Hero Attacker, okay. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, so wie ich, dann kann man hier auch, habe ich jetzt gesehen, ein Tutorial spielen. Man kann ein Tutorial spielen. Und zwar, wenn man hier rechts oben auf das I geht, dann wird einem das Überfallwochenende nochmal erklärt. Und wenn ihr hier auf Angreifen geht, dann könnt ihr ausprobieren. Das Coole ist, dabei gibt es Stadtgold. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Also es ist so ähnlich wie die Übungsangriffe im Hauptdorf. Also wird einem das Ganze hier so ein bisschen erklärt und die verfügbare Beute sind 2610. Was natürlich sehr, sehr cool ist und hier wird erstmal der Heilzauber oder überhaupt die Zauber erklärt, dass sie die ganze Zeit liegen bleiben und so weiter und dass ich nicht überall Truppen setzen kann. Erstmal befindet sich das Einsatzgebiet im hohen Gras und vergrößert sich natürlich, das Territorium wird vergrößert, je mehr man freigeschaltet hat. Und hier steht auch immer genau die Anzahl der Barbaren, die ich jetzt eigentlich setzen soll. Nämlich mit 2 Stück fängt der noch nicht an. Ich muss also 4 Stück setzen. Das mache ich jetzt mal. 1, 2, 3, 4. Und dann legt er los hier im Heilkreis. Weil natürlich hier schon Beschuss da ist. So ein bisschen. Und also ich finde es echt gut gemacht, das Tutorial. Ich habe es schon mit einem Charakter durchgespielt. Habe aber noch nicht geschafft. Ja, hab das Ganze aber noch nicht geschafft und die laufen natürlich nicht rumrum, sondern die gehen dann durch eine Mauer. Deswegen müssen sie auch da durch, um die große Kanone halt oder um überhaupt die Kanone zu zerstören, müssen die da durch. Und mit dem Sprungzauber kann man über Mauern, Flüsse und Küstengewässer hinwegspringen. Okay. Wo muss ich den denn jetzt setzen? Ah, da oben. Okay, da oben muss ich den setzen. Also genau hier auf das Kreuz. Das mache ich mal. Und dann laufen die Barbaren da wieder rüber. Hübsch animiert, muss ich sagen. Sehr hübsch animiert. Jawohl, hüpf, hüpf. Und ich soll Schleichschützen einsetzen. Da oben. Wie viel brauchen wir? 2 Stück, okay. 1, 2. Ja, das sind natürlich mehr als 2. Das sind immer 1, 2, 3 Stück, glaube ich, auf einmal. Jetzt teilen sich da unten so ein bisschen die Barbaren. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und hier kommen jetzt auch schon, da unten gibt es auch schon Clanbuchtruppen, die man hat. Da weiß ich auch noch nicht, wie man die eigentlich befüllt. Und hier soll ich jetzt 2 Riesen tappen. Okay, das heißt, der Bombenturm hier ist natürlich jetzt ein bisschen dusselig. Der muss weg. Und ich soll hier alle 3 Supermagier setzen. Mache ich auch. Und
dann geht das hier. Oh, die sind aber echt stark, muss ich sagen. Verteidigungseinheiten für Angreifer behalten sich Tore genau wie Mauern. Okay. Ich soll jetzt nochmal zwei weitere Riesen hier reinsetzen. Alles klar, mache ich. Ah, echt cool gemacht, finde ich. Wirklich cool gemacht. Und hier unten sind jetzt gleich Verteidiger hinter einer Mauer. Aber wir gucken mal, wie das Ganze überhaupt hier weitergeht. Ob meine Tanks denn gut tanken. Oh, hier unten ist nochmal so eine Balliste. Das müssen die Magier jetzt ganz, ganz schnell wegmachen, dass ich noch ein bisschen tanky-tanky habe. Jawohl. Die armen Superriesen sind in ihrem Bereich eingeschlossen. Okay, die kommen da also nicht raus. Sind also ein leichtes Treffen. Dann mach die mal schneller weg. Eben ist mir das nämlich nicht gelungen. Aber ihr seht schon, ich bekomme jetzt Stadtgold dafür. Das finde ich unheimlich cool. Und kulant. Das ist echt umsonst Stadtgold, so will ich es mal sagen. So, hier kommt ein Friesen. Da kommt ein Friesen, denn dadurch vergrößere ich das Territorium. Und die Truppen könnten jetzt darüber laufen, machen sie aber gar nicht. Da läuft gar keiner rüber. Okay. Ich habe eigentlich noch Truppen tatsächlich. Aber ich habe auch keine Mauer mehr zu machen. Das ist ein bisschen dusselig, denn ich soll jetzt die restlichen Truppen hier setzen. Ich habe eben schon einmal hier unten die gesetzt. Die gehen erstmal auf eine Mauer. Das ist ein bisschen dusselig. Denn auch wenn ich die jetzt hier setze, habe ich noch gar nicht freigespielt. Okay. Ah, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, weil die gehen, wenn ich die da setze, dann gehen die erstmal auf eine Mauer. Das ist ziemlich sinnfrei, ne? Okay. Wir machen das aber mal so. Und die anderen behalten wir mal noch. Denn die Kanone muss erstmal weg. Und dann können wir uns sicherlich gleich auch den anderen Sachen widmen. Die müssen das jetzt erstmal freispielen da für mich. Und machen die auch. Okay. Dann gehe ich jetzt mal da drauf. Machen wir das mal so. Und das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus als vorher. Und damit könnte ich wahrscheinlich sogar den ganzen Bonus bekommen. Jetzt haben wir natürlich nicht gesehen, wie die Truppen hier so rüberlaufen. Okay, ist aber glaube ich nicht so schlimm. Wir haben es in jedem Fall geschafft und so kommt ihr in jedem Fall auch an das umsonst Stadtgold ran. 97, oh nein, da ist noch was. Was ist denn da noch? Ach hey, noch eine Balliste. Okay, die dreht sich jetzt um, aber die Barbaren hier, die müssen nur gut tanken. Weil das ist auch, der macht keinen Flächenschaden. Und ich glaube, im Moment geht es ja allen Clans so. Jawohl, habe ich auf Null. Möchtest du jetzt ohne Entsendungshilfe üben? Nein, möchte ich nicht. Ich habe Schiss. Also den haben wir auf 100% gemacht. Dadurch habe ich dann auch natürlich jetzt die 2600 an Marken bekommen. Und, da oben wird gekämpft. Anschauen. Ah, das kann man sich auch anschauen. Okay. Ah, das ist sehr cool. Ich komme hier live ein bisschen rein. Alle haben das Itzu-Dorf. Ah, nee, nicht ganz alle, aber ich habe schon ganz viele, heute ganz, ganz viele Stimmen gehört, wo es hieß, dass dort das Itzu-Dorf wohl irgendwie genommen wird und das ganz, ganz viele Clans wahrscheinlich haben. Ja, und hier auch wieder der Bombenturm. Ah, das ist ein bisschen dusselig. Da kommt es natürlich mit den Barbaren nicht gegen an, aber der Angreifer hat 1620 erhalten. Ich hatte jetzt gar nicht geguckt, wer da angegriffen hat. Ist aber nicht so schlimm. Und wir können hier natürlich noch ein bisschen was beitragen. Hier gibt es jetzt auch schon viele Tipps und Tricks. Man kann hier auch Freundschaftsangriffe machen, wenn ihr in dieser Karte seid und den Chat aufmacht. Geht das nicht? Warte mal. Muss mal gerade gucken, wenn ich hier spähe. Ah ne, das geht wahrscheinlich nicht mehr am Raid-Wochenende, das geht nur vorher. Also eigentlich war es so, dass wenn ich hier reingehe, dann habe ich hier unten genau wie im Heimatdorf auch Freundschaftsangriff. Und dann kann ich auch da ein bisschen üben. Und aber mal eben schauen, was er geschrieben hat. Theoretisch 100 Überfälle machen, wenn die Angriffe jedes Mal zurücksetzen. Hätte ein kleiner auch keinen Vorteil zu kleineren Clans. Ja, das weiß ich halt auch nicht. Jetzt gucken wir mal an. Wopper greift an. Stand da jetzt auch, jawohl. Und das weiß ich auch nicht. Aber wenn die natürlich zurücksetzen, immer, also jedes Mal, wenn eine Stadt neu angegriffen wird. Ich meine, im Moment hat man ja noch viel Angriffe. Hat man ja noch viele Angriffe.
zur Verfügung, weil man hat ja auch noch nicht so viele Dörfer zum Angreifen. Später, also je mehr natürlich jetzt ausgebaut ist, desto größer wird das Ganze ja auch hier und desto besser musst du auch angreifen, weil du dann wahrscheinlich etwas koordinierter angreifen musst, weil du dann viel, viel mehr zerstören musst, damit du erstmal zum Gipfel kommst im Moment. Ja, die meisten Clan werden wahrscheinlich also mindestens das Barbarenlager haben, wenn nicht sogar dann auch den Magierbezirk. Nur die richtig reingegammt haben, reingepayt haben, die werden sicherlich mehr haben, aber hier haben wir schon mal 84. Ich könnte es eigentlich fertig machen, ne? Soll ich das mal machen? Soll ich das mal machen, hier den Stadtgipfel angreifen? Oh, den Drakogler greift an. Und zwei können, glaube ich, nicht gleichzeitig angreifen, ne? Okay, jetzt wollen sie aber alle gewinnen hier, ne? Aber ich meine, ja klar, du willst natürlich auch ein bisschen Beute abhaben von allen. Und da hat er die beiden Riesen ein bisschen zu früh gesetzt. Man will natürlich auch ein bisschen Beute abhaben. Und nicht, dass die alles holen hier und du gehst an dem Wochenende leer auf, weil du halt gar nicht angegriffen hast. Das heißt also, ich greife jetzt an, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich werde jetzt der nächste Angreifer sein. Attention please. Und Überfallinfos, okay. Angriffslog, wir haben auch einen Verteidigungslog, okay. Und dann lass mich mal angreifen hier. Angreifen. Meine Armee habe ich fertig. 60 von 90. Ich kann auch ein bisschen was dazu nehmen. Ich nehme mal noch zwei von denen. Und noch mehr Riesen, würde ich sagen. Ja, so machen wir das. Und dann greife ich mal an. Ja, wird bereits angegriffen. Toll. Wupper. Nochmal. Mann. Naja, muss auch am Ball bleiben, ne? Oder halt, oder ich muss dann halt angreifen, wenn ich meine Hauptspielzeit habe, mitten in der Nacht. Dann ist garantiert keiner wach hier. Und so wie ich das jetzt sehe, wird er das ja jetzt wohl auch schaffen. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und 97%, da sind jetzt nur noch die man im Moment noch gar nicht so zur Abwehr braucht, aber sie sind halt da, 100% hat er jetzt geholt, ja, tolle Wurst. Okay, aber wie komme ich jetzt eigentlich auch mal zum Angriff? Okay, nächster Überfall. Oh, der steht sofort in den Klippen hier, der nächste Überfall, das ist ja cool. Ja, pass auf, dann greifen wir mal an. Wir haben noch gar keine Zauber, aber es ist immer irgendwo das gleiche Prinzip, okay. Ah, jetzt hätte ich mir die anderen natürlich mal angucken sollen und jetzt habe ich auch noch einen Zuschauer. Verdammt! Jetzt habe ich auch noch einen Zuschauer. Das passt mir gar nicht, muss ich mal so sagen. So, da hinten ist der Bombenturm. Wir gehen mal ganz easy peasy hier vor, ne, würde ich sagen. Hier kann ich die erstmal nur setzen. Und, naja, pass mal auf. Pass mal auf, was wir machen. Pass mal auf. Pass mal auf, was wir da machen. So, noch mal ein paar Baren dahinterher. Hier können wir ja den Weg, können wir ja in jedem Fall gehen. Und dann bekommen wir schon mal die ersten Verteidigungen hier. Und wir bekommen jetzt auch schon das erste Stadtgold. Ah, das ist ja cool. Okay, zwei Zuschauer habe ich. Perfekt. Wer es auch immer ist. Ich kann es noch nicht so gut. Ah, shit, der Bombenturm. Oh nein, shit, der Bombenturm fällt. Fällt er noch? Komm, Riesen, mach es. Do it. Hau drauf. Nein. Knapp. Okay, knapp. Knapp, aber ein paar Prozente geholt. 23, 515 Stadtgold. Ah, sehr cool. Das können wir natürlich nehmen, um unsere Stadt auszubauen. Aber die kann man im Moment gar nicht ausbauen jetzt. Ne? Man muss erstmal das ganze Stadtgold jetzt sammeln. Und man kann ja nur 25.000 sammeln, glaube ich. Hier macht man seine Armee. Und kann jetzt, glaube ich, gar nicht... Das ist jetzt Überfall. Kann man jetzt gar nicht ausbauen? Details? Ich glaube, man kann jetzt gar nicht ausbauen. Ne? Ich muss mal gerade fragen. Kann man jetzt nicht weiter ausbauen? Fragezeichen. Mal sehen, ob die im Chat vielleicht was dazu sagen können. Achso, der ist vor 20 Minuten erst beigetreten. Dann kann man scheinbar kann man dann das nicht gemacht haben. Und ich habe in keinem anderen Angriffe gemacht. Okay.
Kann man, nein, wir müssen Sachen verbessern. Ja. Frage, wo? Ja, wo? Ich kann nichts machen. Oder doch, oder finde ich das jetzt nur nicht? Oder finde ich das jetzt nur nicht? Spähen, das ist ja nicht unser. Das ist ja die des Gegners. Und aber wo ist unser? Das ist ja der große Kasus Knaktus. Wo ist unser hier? Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Warte mal. Geht nämlich nicht, ne? Im Stadtgipfel die Kanonen und Minen. Ja. Ja. Ja, ja. Aber. Wie? Klar, im Affengesicht wird es gezeigt. Im Affengesicht wird es gezeigt. Hä? Im Affengesicht? Ey, Leute. Im Affengesicht. Wo ist das Affengesicht? Ich kann nirgendwo jetzt irgendwie was bearbeiten. Noch keine Angriffe. Ja, tolle Wurst. Überfallwochenende. Ja, den Clan greifen wir an da oben. Leute, ich habe keine Ahnung, wie man es machen kann. Und die haben auch keine Ahnung. Ja, ich weiß, dass wir noch Sachen ausbauen müssen, damit wir weitermachen können. Aber irgendwie können wir nicht weitermachen. Irgendwie können wir nicht weitermachen. Jetzt, naja. Ich werde es rauskriegen. Warte. Auf Verbessern drücken und dein Stadtgold beitragen. Ach, komm. Ja. Ja. Aber wie geht das jetzt? Fragezeichen. Ich glaube, die verstehen mich nicht. Ich habe nur die Überfallrate. Und sehe nur die Gegner. Mal gucken, ob er das jetzt versteht. Also ich habe ja jetzt nur die Überfallkarte. Vielleicht habe ich es auch nicht verstanden, Leute. Video wird jetzt leider länger. Aber so vergehen hier natürlich auch die Stunden, gar keine Frage. Raus mit zurück. Raus mit zurück. Raus mit... Ah! Aha, okay. Alles klar, ich hab's jetzt. Hat ein bisschen länger gedauert, ne? Gut Ding braucht Weile. Und wir müssen noch ein paar Sachen verbessern, so wie ich das sehe. Wir müssen hier nämlich das Häusle verbessern. Das können wir noch nicht. Dafür muss das Stadtrathaus auf 3 sein. Wir gucken mal eben. Ich habe gestern mal im anderen Clan geschrieben, guckt mal wieder rein, was man eigentlich machen kann. Das Ding können wir noch nicht ausbauen, weil wir noch 3 Gebäude machen müssen. Okay, und die bauen hier was aus. Ich kann also was dazu beitragen. Oh, richtig viel. 2413. Das ist sehr, sehr cool. Machen wir. Damit haben wir das fertig gemacht. Und wie viel brauchen wir jetzt noch? 2 Gebäude. Okay, alles klar. Dann haben wir das verstanden. 2 Gebäude noch freischalten. Mal eben gucken, wo wir noch Ruinen haben. Wo haben wir denn jetzt noch Ruinen, die wir freischalten können? Da hinten, da haben wir noch was. Okay. Muss aber auf 4 verbessert werden. Oh, da muss aber genau gucken. Hier geht das auch. Großer Wald, kleiner Wald, Mine. Eine Mine hier für 2K. Eine Mine? Hat schon einer angestoßen. Okay. Hatte gerade denselben Gedanken wie ich. Alles klar. Und da kann ich ein paar Punkte reinballern. Jawohl. Dann ist es jetzt gleich nur noch ein Gebäude. Perfekt. Leute, so läuft's doch, oder? Läuft. Beim Toti und beim Clan hier. Alles klar. Und dann können wir natürlich auch dann wieder in dem Barbarenbezirk etwas mal weitermachen. Und sehr cool. Alles klar. Jetzt habe ich's. Und man muss also 2-mal draufklicken. Perfekt. Und da unten kommt man in die Überfallkarte einmal nach Hause. Alles klar. Alles klar, sehr, sehr cool. Das Barbarenlager können wir noch nicht ausbauen, weil wir das erst auf 3 haben müssen. Alles klar, ich habe es jetzt auch geschnackelt. Okay, ich habe es jetzt auch. Ja, jetzt habe ich es. Alles klar, Leute. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, dass ich mal ein bisschen Raid-Wochenende gezeigt habe hier aus dem Clan Free to Play. Das werde ich jetzt mit den anderen, glaube ich, auch machen. Und hier sollte ich auch mal ein bisschen einsammeln.
Dann kann ich hier unten, ich brauche meine Bauarbeiter selber. Ihr seht, ich muss hier mit dem Barfuß auch noch ein paar Sachen machen. Erstmal. Und dann würde ich aber sagen, habt ein schönes Rätwochenende. Ich habe euch zwar schon ein schönes Wochenende gewünscht, aber habt auch ein schönes Rätwochenende. Und lasst euch nicht ganz so derbe ärgern und überfallen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Toto. Clashed.